Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Ja, hier mal ein Blick von unserem Quartier im Norden der Dominikanischen. Santo Domingo haben wir heute Morgen hinter uns gelassen und sind jetzt hier im Norden in Cabarete. Ja, eine tolle Anlage, muss ich sagen, richtig schick. Und wir sind hier direkt neben dem Meer. Im Moment sieht es so aus, als kommt mal ein Schauer vom Himmel. Es ist doch sehr bewölkt, also hier ist es richtig dunkel und hier haben wir die Sonne. So, hier haben wir einen kleinen Pool und hier der wilde Atlantik. Also es ist nicht das Karibische Meer, nein, das ist der Atlantik hier. Ja, sieht doch toll aus, oder? Und hier der Blick rüber an den Kite-Strand. Also alles schick, muss ich sagen. Richtig schön. Ja, in Santo Domingo waren wir ja nur eine Nacht. Es hat auch gelangt. Altstadt ist ganz schön anzusehen, aber ansonsten brauchen wir Santo Domingo nicht. Es ist gut warm hier. Klar, hier ist es auch Sommer. Also ich nehme an, es sind so 30 Grad. So in diesem Dreh. Also ist alles super schön gepflegt hier. Unser Apartment ist das hier unten links. Und später haben wir hier natürlich Blick auf den Sonnenuntergang. Ja, das mal ein kleiner Einblick hier vom Norden, von der Dominikanischen. Ist komplett anders als unten Punta Cana, die Bettenburgen. Also das ist hier doch dann authentischer und die wahre Dominikanische Republik, würde ich sagen. Natürlich gibt es im Süden unten, unterhalb von Punta Cana auch ganz tolle Ecken. Da gibt es zum Beispiel Bahia Hibe. Das ist wirklich auch richtig, richtig schön. Das ist dann karibisches Meer. Aber Punta Cana ist nicht unseres und das brauchen wir also gar nicht. Ja, und damit sage ich dann erstmal Tschüss. Ich hoffe, der kleine Einblick hier gefällt euch. Und ja, demnächst ein wenig mehr.